hier ein paar Beispiele aus der Integralrechnung von den Stammfunktionen. Dafür eine Formel. Wenn ich die Potenzfunktion a mal x hoch n habe und eine Stammfunktion davon bestimmen möchte, dann wird aus meinem n ein n plus 1. Denn beim Aufleiten, das ist das Gegenteil vom Ableiten, brauche ich hier eine Hochzahl höher als davor. Hier hatte ich n, also habe ich hier n plus 1. Meine Basis ist x. Und ich muss jetzt noch mein a teilen durch die neue Hochzahl, die ja hier ist, n plus 1. Wenn ich das Ganze nämlich ableiten würde, dann würde ich diese n plus 1 nach vorne ziehen, mal a durch n plus 1, das n plus 1 im Nenner. Mit dem n plus 1 würde sich wegkürzen. Ich würde da stehen haben a mal x hoch eine Zahl weniger, also hoch n. Und das ist genau das, was ich hier habe. Allerdings muss ich bei den Stammfunktionen noch eine Zahl c, eine reelle Zahl, dazu addieren. C ist eine reelle Zahl. Und jetzt habe ich alle Stammfunktionen zu der Funktion a mal x hoch n. Das ist die Formel. Jetzt nehmen wir einfach mal drei Beispiele. Erstens, f von x ist gleich 6x hoch 7. Mein Groß f von x muss sein x hoch 1 mehr als 7, also x hoch 8. Mein a ist mein 6, also habe ich hier 6 geteilt durch diese neue Hochzahl. Also 6 Achtel x hoch 8. Plus c. Das könnte man noch, natürlich noch kürzen, brauchen wir jetzt hier nicht zu machen. Zweites, f von x, 3 geteilt durch x². Und das muss ich umschreiben als 3 mal x hoch minus 2. Diese x hoch 2 im Nenner ist das gleiche wie im Zähler x hoch minus 2. Und jetzt kann ich wieder eine Stammfunktion machen. Aus minus 2 wird 1 mehr, also minus 1. Mein a hier oben ist die 3, also muss ich jetzt auch die 3 teilen durch meine neue Hochzahl. Also 3 durch minus 1. Ich könnte auch noch schreiben minus 3x hoch minus 1 oder wenn ich das als Bruch schreiben möchte, minus 3 durch x. Letztes Beispiel. Mit einer Wurzel 2 mal die dritte Wurzel aus x kann ich schreiben als 2 mal x hoch 1 Drittel. Eine Stammfunktion wäre wieder ein Drittel plus 1. Denn n plus 1. Also
2. Ich schreibe erstmal x hoch 1 Drittel plus 1 sind 4 Drittel. Jetzt habe ich wieder mein a, also 2 durch 4 Drittel. Und wenn ich 2 durch 4 Drittel teile, ist es das gleiche wie 2 mal 3 Viertel, also 6 Viertel. X hoch 4 Drittel. Und auch hier müssen wir natürlich plus c schreiben. Genauso wie wir das hier oben in diesem Beispiel auch noch machen sollten. Wir schreiben hier noch plus c oder hier plus c plus c.